Kinders, was geht bei euch ab? Endlich bin ich wieder da. 3 Tage war ich fort. Ich weiß, auf YouTube ist es sowas wie der Tod. Aber jetzt bin ich ja wieder hier. Na? Es ist doch alles gut. Nur waren wir länger weg als gedacht und darum konnte ich überhaupt nichts machen. Heute gibt es wieder ein Top-10-Video. Im morgigen Video werde ich dann erzählen, was wir so die letzten paar Tage gemacht haben. Ich denke, Storytime-mäßig ist so ein Top-10-Video eher kacke. Wer ist unser Sponsor bei der ganzen Sache? Natürlich Skinbaron, hallo? Ihr wisst, wie die Seite funktioniert. Ich muss es, glaube ich, nicht großartig erklären. Falls doch, fragt euch. Platz Nummer 10 kommt direkt jetzt. Oh Mann, die deutschen Namen. Oh shit. Auf dem 10. Platz liegt die Mac-10 Commuter. Du musst, wenn du mit Skinbaron sowas machst, wirklich die Wörter kennen auf Deutsch. Der Skin sieht eigentlich ganz schick aus, ist aber sehr, sehr unauffällig. Darum eben Platz 10. Ja? Schon schön ausgearbeitet, aber man muss schon genau hingucken. Und auch die Auswahl ist bei dem Skin Pendler wirklich gering. 20 Euro. Viel kann ich dazu nicht sagen, weil es eben nur diesen einen Preis hier zumindest gerade aktuell gibt. Die Aloha liegt auf dem 9. Platz und ist eigentlich auch eher unauffällig, aber hat halt ein schöneres Muster als jetzt die Pendler. Und hier haben wir auch ein paar Angebote. Guck mal da. Eine ganze Seite voll, vielleicht sogar mehrere Seiten. Ach gut, ja, tatsächlich. Wow. Scheinbar ist die in kaputt mehr wert. Wir schauen mal, warum. Ist die jetzt irgendwie anders? Man sieht... Hä? Naja, also ich würde sagen, hier liegen wir ungefähr bei diesen Centbeträgen in FN. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, was ist an der zerrissenen jetzt besser als an der hier. Also optisch, weiß ich nicht. Vielleicht kennt ihr den Grund dahinter. Als nächstes kommt die wunderschöne Graven auf Platz Nummer 8. Schöne Farbwahl, so olivgrün, grün. Guck mal da. Da ist schon wirklich einiges an Detail drin, ja? Naja, klar. Schade, dass es hier nicht runtergeht. Würde sicherlich etwas cooler aussehen. Wow. Die sieht schon gut aus. Aber ich würde keine 480 dafür bezahlen. Und schon mal gar nicht 428. Die Mac-10 Kalbsleder, aka Kaufskin, liegt auf dem 7. Platz. Und ist ein Skin, der so ein bisschen weiß ist. Und wie wir immer wieder feststellen, sind Skins mit Weißanteil irgendwie beliebt. Ich bin kein großer Lederfan. Es ist schön gemacht. Meins ist es jetzt nicht zwingend. Das Wappen sieht aber gut aus. Und der Rest ist auch schön verarbeitet. Es sieht schon nach was aus. Aber naja, naja. Wenn es jetzt gefärbtes Kalbsleder wäre... Hyper-Beast-Skin drauf. Dann wäre die nochmal ein bisschen schöner. Darum fällt sie auch vom Preis wirklich schön. Schön, schön aus. Guck mal da. Also unter einem Euro in FN, da kann man wirklich nicht meckern. Bei dem 6. Platz, und zwar bei der Mac-10 Fade, kann ich nicht ganz verstehen, warum die nur als blau geführt wird. Der Farbverlauf sieht, wie ich finde, besonders gut aus auf der Waffe. Und dass sie halt dann als blau gewertet wird, weiß ich nicht so, was da der Sinn dahinter ist. Das sieht natürlich überhaupt nicht gut aus. Und vom Preis her merkt man das nämlich auch. Guck mal da, also... 7, 8 Euro muss man da schon Minimum hinlegen. Ne? Und dann wird es auch nochmal einen Ticken teurer sogar. Ist schon ein schickes Ding. Für den Preis. Naja, vielleicht. Platz Nummer 5. Curse. War für mich noch ganz neu. Für mich waren einige Skins hier bei der Mac-10 neu. Ich war auch etwas verloren, weil es so viele Skins gibt, die so mittelgut aussehen. Deswegen sind eben sicherlich auch viele Skins, die ihr gerne gesehen hättet, nicht da. Also nicht drin. Ja. Naja, preislich. Guck dir mal diesen Unterschied an. Da kann man sicherlich eine gute Mitte finden hier. Ja, Minimum wäre 1,64 Euro direkt zuschlagen, klar. Der 4. Platz ist extrem nice, da die Waffe komplett überskinnt ist. An sich ja auch mit einem ganz gut aussehenden Skin. 6 Cent, Einsatz erprobt, zack, eingepackt. Weg damit. 20 Cent, ich würde sagen, so im Schnitt Minimum wäre 20 Cent, das geht, ne? Das geht wirklich gut rein. Aber gehen auch die oberen 3 Plätze gut rein? Was habe ich da wohl stehen auf Platz 3, 2 und 1? Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Achtung, jetzt kommt Platz Nummer 3. Da liegt die Mac-10 Heat. Wow. Schönes Ding. Die war letztes Mal, glaube ich, auch ziemlich weit oben. Auch immer noch eine Waffe, die mir sehr gut gefällt. Eine von innen glühende Waffe, die man eigentlich gar nicht in der Hand haben möchte. Ja, und der Preis, den will man vielleicht auch nicht immer anpacken, aber hier kann man doch schon zugreifen, ne? Was haben wir ganz unten? 10 Euro. 10 Euro ist teuerste, okay. Oh, 35. Aber die ist auch wirklich krass, also guck mal da. Jetzt fallen euch bestimmt gar nicht mehr so viele Skins ein, die jetzt auf dem 2. und 1. Platz sein können. Vielleicht überrascht euch der 2. auch. Ich denke, der 1. Platz wird keinen überraschen. Die meisten werden sagen, ja, okay, gut. Wenn der Skin bis jetzt noch nicht dran kam, dann ist der halt auf Platz 1. Aber der 2. Platz. Was hat er da wohl versteckelt? Und übrigens, heute Abend ist Livestream. 22 Uhr geht's los. Barbados, CSGO und danach Borderlands. Also schön einschalten, ja. Und wer sich Borderlands kaufen will, kann das gerne mit meinem Epic Creator Code machen. Der Dummbabbler. Alles groß und alles zusammen. Dankeschön. Platz Nummer 2. Die Licky Schmecky Nuclear Garden. Ist doch klar. Grün. Totenköpfe. Voll. Hallo? Auch wenn es nicht über das Handstück geht, ist es einfach ein geiler Skin. Ich finde ihn richtig cool. Und guck mal da. Der Preis ist hier in ein Ding zu fassen. Und zwar im Schnitt, Leute, was wird er sagen? 5,90 Euro?
6 Euro? 70? Also auch in Einsatzerprobe sieht die noch gut aus. Guck mal, das geht doch voll klar, oder? Na klar! Jetzt kommt der erste Platz. Was ist da wohl? Na klar. Brauche ich nichts zu sagen, oder? Brauche ich überhaupt nichts zu sagen. Also außer den Preis. Und für einen Leon Rider geht der eigentlich. Oder? Guck mal, sogar... Ja, okay, die ist zerrissen, aber sogar in Stat-Track für nur 44... Also sogar ohne Stat-Track für 6 Euro. Minimalware. Kann man nicht sagen, oder? Oder kann man sich da hart beschweren? Was würdet ihr sagen? Warte mal. Günstigste zuerst, dankeschön. 3,68 Euro, Einsatz erprobt. So, uff, okay, ist tatsächlich ein bisschen verkratzt, aber eigentlich ist das Wichtige noch da. Hier, das sieht man ja eh nicht, das ist, oder? Also im Spiel jetzt. Man sieht, gut, man kann diese Kratzer hier sehen, aber die waren auch in FN leicht da. Leute, Zugriff. Und das war's auch schon wieder mit dem heutigen Top-10-Video. Es freut mich wieder im Sattel zu sein. Wir haben auch gestern keinen Stream gemacht, was mir natürlich schon im Herzen wehgetan hat. Von daher ist ja heute Abend dann wieder eben Livestream. 22 Uhr geht's los. Wir fangen mit CSGO an. Ich hab's, glaube ich, vorhin schon gesagt, oder? Und gehen dann über zu Borderlands. Wird eine geile Sache. Ich habe heute von Rick noch einen Code bekommen für die Beta von Modern Warfare. Ich denke, da könnten wir vielleicht auch nachts noch reingucken, mal schauen. Obwohl, wenn wir in Borderlands versinken, eher nicht, aber halt dann am Samstag. Ich glaube, ab morgen können alle mitspielen. Heute und auch seit gestern Abend, glaube ich, ist halt eine Beta, die so halb closed ist oder sowas. Da kommt man nur mit Code rein. Ich weiß es nicht genau. Mal gucken, mal gucken. Ich denke, ich werde auch gleich noch was aufnehmen und das dann auch noch hochpumpen vielleicht, um eben frühzeitig irgendwas gemacht zu haben. Tja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Livestream. Vielen Dank für die Kommentare. Vielen Dank für die Likes.